Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen Start in die neue Woche. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Wir sind mittlerweile angekommen im September und auch wenn es immer noch ja, viele Wochen sind, bis es losgeht mit NBA-Basketball. Der September gibt mir immer so das Gefühl, okay, wir sind schon wieder einen großen Schritt näher dran an der neuen NBA-Saison. Der Spielplan ist mittlerweile veröffentlicht. Jeder plant seine Community-Trips. Jeder fragt mich auch gerade in den DMs, hey, Max, wo kann ich Tickets kaufen? Dies, das und jenes. Also man merkt, die Leute sind langsam wieder heiß auf die neue NBA-Saison. Und deswegen starten wir jetzt auch einfach rein in die Preseason. Ich mache eine neue Playlist auf, wir diskutieren unterschiedliche Spieler, unterschiedliche Teams, Szenarien und heute machen wir einfach mal 10 Breakout-Kandidaten für die neue Saison. Einfach ein Klassiker, den ich aber auch immer super spannend finde, weil es gibt dieses Jahr wirklich, finde ich, sehr, sehr viele Breakout-Kandidaten und damit gehen wir auch direkt rein. Diskutiert natürlich gerne mit in den Kommentaren, ergänzt meine Liste. Wir fangen an mit Spieler Nummer 1. Und ich habe immer geschaut, welcher Spieler kommt vielleicht in ein neues Setting. Das muss nicht unbedingt ein neues Team sein, sondern dass sich einfach innerhalb des Teams Strukturen verändert haben. Und ich habe drauf geschaut, welcher Spieler hat vielleicht schon ein gewisses Volumen, aber hat dabei weitem noch nicht das Maximum rausgeholt aus seinem Skillset, aus den Wurfquoten und so weiter und so fort. Spieler Nummer 1, Christian Brown von den Denver Nuggets. Ja, ziemlich leichter Pick, denn Denver hat in den letzten beiden Jahren Bruce Brown verloren und Caldwell Pope und er wird der neue Starting Five Shooting Guard und das bedeutet nochmal mehr Minuten. Jetzt aktuell hatte er 20,2 Minuten in der vergangenen NBA-Saison, 5,9 Field Goal Attempts. Das wird sich definitiv ändern. Ich weiß nicht in welche Richtung, aber ich denke mal schon so Richtung 8, 9, 10. Man darf immer nicht vergessen, steht da noch Jamal Murray, Aaron Gordon, Michael Porter Jr. mit gemeinsam auf dem Feld. Aber es gibt halt auch niemand besseren wie Jokic, der so einen Spieler wie Christian Brown dann einfach gut aussehen lassen wird. Und da bin ich schon ziemlich konkret. Ich habe da gar keine Zweifel. Ich hoffe, dass er den Dreier so konstant beibehalten kann. Auch dann bei einem höheren Volumen. Denn ich finde, der Dreier bei den Denver Nuggets war in letzter Zeit so einen kleinen Ticken besorgniserregend. Denn der Dreier von Aaron Gordon, bis auf in der einen Serie, weiß gar nicht mehr in welcher Serie das war, da hat er ihn gut getroffen, aber ansonsten sehr, sehr wackelig. Jokic Dreier hat in den Playoffs auch nicht gut ausgesehen. Jamal Murray hat in den Playoffs auch nicht so wirklich ausgesehen wie er selbst. Also es wäre super, wenn er den so konstant trifft. Ansonsten ist Christian Brown einfach ein Top-Athlet. Jemand, der das Spiel mit schnell machen kann in der Transition und auch ein toller Cutter ist. Also da erwarte ich auf jeden Fall mehr Punkte und bin mir eigentlich dort auch ziemlich sicher. Für ihn natürlich auch eine Riesenchance, auch wenn ich sagen muss, die Denver Nuggets in den letzten beiden Jahren sich definitiv verschlechtert aus meiner Perspektive. Ziemlich ähnliches Setting, außer dass die Golden State Warriors auf der Position halt noch jemanden geholt haben, und zwar Buddy Hield. Breakout-Kandidat Nummer 2, Brandon Podziemski. Ja, Klay Thompson ist nicht mehr da. Die Golden State Warriors haben versucht, damit Buddy Hield einen weiteren Top-Elite-Shooter in ihr Team zu holen. Das ist ihnen definitiv gelungen und trotz allem gab es ja letztens das Zitat, ich weiß gar nicht, war das von Steve Kerr oder war das von jemand anders, von den Warriors, dass auf jeden Fall Brandon Podziemski grünes Licht hat, 8-9 Dreier pro Partie zu nehmen. Kann ich bitte auch bei den Golden State Warriors spielen? Weil ich denke mal, das sind Dreier, die zum Großteil rausgespielt sein werden von Draymond Green und von Stephen Curry. Stephen Curry wird dann viel auch die Aufmerksamkeit auf sich ziehen und natürlich dann versuchen, Buddy Hield und Brandon Podziemski Open Looks zu geben. Deswegen für mich auch ein Breakout-Kandidat, hat aber in der vergangenen Saison schon mit 26,6 Minuten, er durfte schon sehr, sehr viele Minuten abreißen, durfte 28 Mal starten. Ich weiß nicht, die Minuten werden, glaube ich, ehrlicherweise nicht mehr, das kann ich mir nicht vorstellen, aber ich glaube, dass die Würfe mehr werden. Er hat jetzt in der abgelaufenen Saison 3,2 Dreier-Attempts pro Partie nehmen dürfen, hat die mit 38,5% auch wirklich gut getroffen, Brandon Podziemski bei den Golden State Warriors. Für mich so ein Breakout-Kandidat. Hängt für mich auch alles so ein bisschen davon ab,
Wie kommt Andrew Wiggins zurück? Was für eine Saison spielt Andrew Wiggins? Und vor allen Dingen, was haben die Golden State Warriors auch generell für einen Plan mit Andrew Wiggins? Sehen wir auch Brandon Podziemski und Buddy Hield mal gemeinsam auf dem Feld? Oder versucht man das eher zu vermeiden, weil ja vor allen Dingen auch Buddy Hield defensiv halt sehr, sehr anfällig ist und Brandon Podziemski ist dann für die Small-Forward-Position auch einfach zu klein. Generell die Golden State Warriors in der nächsten Saison. Sehr, sehr spannendes Thema, wo es für die hingeht. Breakout-Kandidat Nummer 3, Josh Giddey. Weg von den Oklahoma City Thunder, rein zu den Chicago Bulls. Und ich freue mich. Ich freue mich generell, weil er hat, finde ich, eine tolle Olympia-Vorbereitung gespielt. Er hat tolle olympische Spiele gespielt, hatte dort wirklich sehr, sehr viele gute Momente. Und ja, wurde einfach unglaublich schlecht geredet nach dem Trade für Alex Caruso. Man hat ja wirklich gemeint, dass Josh Giddey ein Bust ist. Also der Junge ist jetzt gerade mal 21 Jahre alt, kommt jetzt in seine vierte NBA-Saison und hat einfach, finde ich, immer noch ein gewisses Potenzial. Ich würde jetzt nicht sagen unendlich viel Potenzial. Ich finde, es gibt andere Spieler in der Liga, die mehr Potenzial haben als er. Aber wenn er es einfach schafft, die Dinge, die er gut kann, zu maximieren und dann konstant abzuliefern, dann ist das ein verdammt guter Spieler. Und ich glaube, die Kombination mit Coby White kann auch richtig geil sein. Coby White hatte letztes Jahr seine Breakout-Saison. Coby White ist jemand, der Off-Ball funktioniert, der seine Catch-and-Shoot-Dreier hochprozentig getroffen hat. Josh Giddey vielleicht als primärer Ballhändler, Coby White als sekundärer Ballhändler. Josh Giddey eher als der Typ, der zum Korb drivet, der Cuts läuft. Coby White eher als der Shotmaker, der im Between-Game einfach seine Würfe losbekommt. Ich, also auch wenn man bei den Bulls jetzt, glaube ich, nicht die allzu höchsten Erwartungen haben darf, denke ich, dass es eine gute Kombi sein dürfte. Breakout-Kandidat Nummer 4, Scoot Henderson. Wow, es ist zwar schon lange her, in Anführungsstrichen, aber ich erinnere mich an die ersten Spiele und ich erinnere mich, dass ich da auch damals einen Post gemacht habe über seine Stats, die wirklich die ersten 10, 15 Spiele ja katastrophal waren. Am Ende hat sich das Gott sei Dank dann alles so ein klein wenig stabilisiert. 14 Punkte im Schnitt, 28,5 Minuten, 38,5% aus dem Feld, 32,5% von draußen, 5,4 Assists und 3,4 Turnover. Ganz, ganz schwieriger Saisonstart für ihn gewesen. Er wirkte einfach komplett überfordert. Er wirkte wirklich im ersten Saisonviertel nicht wie ein NBA-Spieler. Also ich kann mich da wirklich noch sehr, sehr gut dran erinnern. Und trotz allem, ich glaube an Scoot Henderson. Scoot Henderson hat einen unglaublichen Körper, hat eine unglaubliche Athletik. Und es gibt einfach manche Spieler, die brauchen etwas länger, um sich an diese NBA-Welt zu adaptieren und daran zu gewöhnen bei den Blazers. Das Team liegt ihm zu Füßen, in Anführungsstrichen. Man hat Damian Lillard weggetradet. Es gibt keinen anderen, der diese Point Guard Starting Five Position jetzt irgendwie bekleiden könnte in nächster Zeit. Und ich glaube, dass wir da bessere Leistungen sehen werden. Ich erwarte jetzt nicht, dass hier Scoot Henderson 50, 40, 90 droppt. Aber ich glaube vor allem, dass die Abschlüsse Richtung Korb, dass die besser aussehen werden. Und ich hoffe, dass er vor allem seine Turnover in den Griff bekommt. Und dann denke ich, dass Scoot sich schon auf jeden Fall steigern könnte von den Punktewerten her und auch von den Assist-Werten. Breakout-Kandidat Nummer 5. Und den habe ich eigentlich am Anfang ganz, ganz weit oben gehabt. Andrew Nembhard. Aber dann dachte ich mir auch so, Nembhard hat natürlich unglaublich auch von der Verletzung von Mathurin profitiert und TJ McConnells Vertrag wurde jetzt auch verlängert. Deswegen denke ich nicht mal, dass seine Minuten großartig hochgehen werden. Ich meine, 25 Minuten sind schon relativ viel, aber Nembhard hat halt vielleicht den Indiana Pacers und Rick Carlisle in den Playoffs gezeigt, ey, schaut mal, wie gut ich bin. Schaut mal, wie gut meine Shot-Creation ist. Und Nembhard hat wirklich so schwierige Würfe sich selber kreiert, aus dem Dribbling heraus. Hatte hier und da Off-Ball gute Aktionen mit dabei. Wir können auch einmal hier ganz kurz auf die Playoff-Stats schauen. 14,9 Punkte im Schnitt, 48,3% von draußen, 56% Field Goal Percentage. Also das ist wirklich einer der Spieler, 5,5 Assists. Ich hoffe, dass Rick Carlisle jetzt nicht sagt, ah ja, okay, Mathurin ist wieder zurück. Nembhard, wieder alte Rolle.
Weil ich würde ehrlich gesagt schauen, wer von beiden besser funktioniert an der Seite von Halliburton. Die Pacers sind jung, du musst dich hier noch nicht auf irgendwelche festen Strukturen einigen und dementsprechend würde ich da persönlich einfach abwägen, wer da besser funktioniert in der Starting Five oder auch bei einem höheren Volumen, weil wirklich, also für das, was Nampart am Ball leisten kann, sind 7,7 Field Goal Attempts sehr, sehr wenig und deswegen auch Nampart für mich ein Breakout-Kandidat, könnte nur ein bisschen schwierig werden, dass er vielleicht nicht so viele Würfe bekommt, wie er bräuchte für eine Breakout-Season. Nächster, RJ Barrett. Ey, geile Olympische Spiele abgerissen, auch die Olympia-Vorbereitung. Der hat mir bei Kanada am besten gefallen. Ja, RJ Barrett hat mir bei Team Kanada am besten gefallen. Vor allem der Zug zum Korb, das hat man auch bei den Toronto Raptors dann schon in der zweiten Saisonhälfte nach dem Trade, die 32 Spiele, die er dort gemacht hat, hat man das schon gesehen. 55,3%, es ist wirklich sehr, sehr stark. 39,2% von draußen, auch mega. Trotz allem, der Dreier von RJ Barrett, da habe ich meine Aktien auf jeden Fall noch nicht reingehauen, weil ich traue dem Ganzen irgendwie noch nicht so zu 100%. Ich glaube aber trotz allem, dass die Raptors auch ein junges Team sind. Die Raptors wissen hoffentlich, was sie an ihm haben. Und RJ Barrett ist einfach einer der Top-Athleten in der Liga. Auch vom Körper her, obwohl er gar nicht so groß ist. Aber trotz auch wieder bei den Olympischen Spielen ist mir das aufgefallen, wie unglaublich bullig der daherkommt. Er muss auf jeden Fall so eine Freiwurfschwäche in den Griff bekommen. Der hat schon 21,8 Punkte aufgelegt, der Breakout. Glaube ich jetzt daran, dass der 25 Punkte droppt? Vielleicht ein bisschen ein Hot Take, ja? Aber trotz allem, ich mag RJ Barrett und ich glaube auch, dass bei den Raptors da noch mehr Würfe rumliegen, die er eventuell nehmen könnte. Und wenn er einfach konstant bleibt, dann denke ich, dass es zumindest von der Konstanz her ein Breakout sein könnte. Und vielleicht schafft er es ja hoch auf 24 oder 25 Punkte. Im Schnitt ein Breakout muss ja auch nicht immer unbedingt sein. Okay, ich drop jetzt hier irgendwie 8 Punkte mehr im Schnitt. Gut, für mich Breakout-Kandidat Nummer 6 mittlerweile. So, jetzt kommen wir zu Breakout-Kandidat Nummer... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Nee, stimmt schon. Okay, Jalen Green. Also, nächster Breakout-Kandidat. Bei den Houston Rockets gibt es gefühlt, keine Ahnung, 3 Breakout-Kandidaten. Ich habe mich jetzt mal auf ihn geeinigt, weil es ist auch ein Vertragsjahr für Jalen Green. Und ich bin mir schon sicher, dass Spieler das immer wissen, wenn es ein Vertragsjahr ist. Und für ihn geht es hier natürlich auch um die Rookie Max Extension. Ne? Und Jalen Green muss eigentlich nicht großartig viel machen, außer mal konstanter zu sein. 19,6 Punkte, 42,3% Field Goal Percentage, 33,2% from downtown, 80,4% von der Freiwurflinie. Das ist einfach nicht gut. Da muss er einfach gucken, dass er konstanter wird. Bei seinen Abschlüssen am Korb ist mir da manchmal hier und da einfach zu wild, will zu sehr mit dem Kopf durch die Wand. Hat dann, muss man auch fairerweise sagen, jetzt nicht das komplette Skill-Package am Korb, um ja dann einfach irgendwie jetzt krasse Floater zu zaubern. Wobei er hat schon einen gewissen, vor allen Dingen auch seine Hangtime ist da, seine Athletik ist da. Aber ich glaube, dass da einfach noch viel Potenzial ist, um am Korb einfach bessere Abschlüsse zu nehmen. Der Dreier, bisher in seiner Karriere 7 Dreier am Schnitt genommen, 33,7%. Training, Shooting Coach, üben. Wenn er die hochkriegen würde auf 37%, ich will jetzt nicht mal von 38, 39 oder 40 sprechen, dann würde das auf jeden Fall auch schon einen großen Unterschied ausmachen für ihn und auch für die Houston Rockets, vor allem für ihr Spacing. Also seid mir nicht böse, aber ich hätte eher Angst vor Jalen Greens Athletik und vor seinem Druck auf den Korb, als dass ich seinen Dreier irgendwie großartig respektieren würde. Deswegen würde das auch seinem eigenen Spiel definitiv gut tun. Jalen Green für mich ein Breakout-Kandidat, auch aufgrund seines Vertragsjahres. Breakout-Kandidat Nummer 8, Miles McBride bei den New York Knicks. Die Knicks sind natürlich unglaublich packed, haben da auf der Position auch sehr, sehr viele gute Spieler.
aber Miles McBride, so ein bisschen wie bei Nampart die Situation gewesen. Ganz, ganz viele Verletzte. Und am Ende musste dann Tom Thibodeau sagen, okay, McBride, du bekommst jetzt deine, wie viele Minuten hat er bekommen? 26,7 Minuten und durfte dann sogar zwei Spiele starten, weil es bei den New York Knicks dann wirklich verletzungstechnisch einfach komplett drunter und drüber ging. Er ist für mich trotz allem Breakout-Kandidat. Ich mag Miles McBride, jemand, der den Dreier hochprozentig trifft, 41%, 45,2% Field Goal Percentage, jemand, der sich seinen Wurf selber kreieren kann, der aber auch als Catch-and-Shoot-Spieler ein Threat ist, der, finde ich, ein ganz guter Verteidiger ist, manchmal sogar ein sehr guter Verteidiger, und ich denke, dass Tom Thibodeau hoffentlich gesehen hat, was Miles McBride in den Playoffs geleistet hat. 19,5 Minuten, ich glaube nicht, dass das mehr wird, aber ich denke, dass seine Würfe eventuell mehr werden, weil natürlich auch die Teammates vielleicht aus den Playoffs mitgenommen haben, hey, den kann man auch mal mehr Würfe anvertrauen. Deswegen, ja, für mich so ein Breakout-Kandidat, vielleicht so Richtung 12 Punkte, 13 Punkte im Schnitt, Quoten sehen gut aus, Freiwürfe zieht McBride jetzt ehrlicherweise kaum, aber wenn er die Quoten einfach hält, wenn er vielleicht noch ein bisschen mehr Assists spielt. Ich mag Miles McBride, deswegen, ist er für mich auch ein Breakout-Kandidat. Genauso wie Brandon Miller. Übrigens, normalerweise nehme ich eigentlich ungerne Rookies, die jetzt in ihre Sophomore-Season kommen, mit rein als Breakout-Kandidaten, aber ich habe jetzt da heute einfach mal gesagt, ey, scheiß drauf, ganz ehrlich. Für mich sind einfach so Spieler wie Brandon Podziemski, Scoot Henderson und Brandon Miller sind jetzt Breakout-Kandidaten. Und ey, es ist immer noch Wahnsinn. Also über Brandon Miller wurde in der letzten Saison so wenig geredet, weil es war natürlich die erste Saisonhälfte Wemby und Chet. Und in der zweiten Saisonhälfte war es dann eigentlich nur noch Wemby, Wemby, Wemby. Und so die Nerds und so die Leute, die dann sagen, okay, ich gucke mehr über den als nur den Mainstream-Basketball, die haben dann auch schon mitbekommen, wie gut Brandon Miller ist von seinem Wurf. Alter, hat der Typ einen schönen Wurf. Also, für mich der schönste Wurf unter allen Rookies gewesen. Und bei den Charlotte Hornets natürlich. Also, die Hornets werden in der nächsten Saison wieder keine große Rolle spielen in der NBA, das kann ich mir einfach persönlich nicht vorstellen. Da geht es halt dann auch wieder um maximal das Play-In, wenn vielleicht ein LaMelo Ball mal wieder endlich eine gesunde Saison spielt, wenn ein, ich habe den Namen sogar mittlerweile verdrängt, weil ich ungern über ihn rede, Miles Bridges hat ja verlängert bei den Charlotte Hornets, wird dem Team aber natürlich trotz allem helfen, weil es einfach ein unglaublicher Athlet ist, weil es jemand ist, der Scoring mitbringt, und ich hoffe trotz allem, dass die Charlotte Hornets ihre Zukunft auf Brandon Miller aufbauen, weil er ist wirklich ein unglaubliches Talent und hat eine tolle Rookie-Season gespielt. Deswegen ist auch er für mich ein Breakout-Kandidat bei den Charlotte Hornets. Und da könnte ich mir echt vorstellen, dass es schon so Richtung 22, 23 Punkte im Schnitt gehen könnte, wenn er die Quoten so beibehält, wenn er vielleicht noch ein bisschen mehr Würfe bekommt. Mit LaMelo Ball an seiner Seite, der auch Aufmerksamkeit auf sich ziehen kann, wo er vielleicht dann nochmal ein bisschen mehr offene Looks bekommt. Also Brandon Miller für mich auch ein Breakout-Kandidat. Und dann habe ich noch Harrison Barnes. Das ist eigentlich eher selten, dass man einen 32-Jährigen als Breakout-Kandidat mit reinnimmt, aber ich hatte einfach Bock drauf, denn Harrison Barnes wurde getradet zu den San Antonio Spurs. Und die Spurs brauchen eins ganz, ganz dringend: Shooting und Spacing. Und ich habe mir diese Werte von Harrison Barnes angesehen bisher in seiner Karriere, und ich würde mich fast wetten trauen, dass der, ja okay, 19,2 Punkte ist schon, das könnte kritisch werden. Ich habe das Gefühl, der könnte ein Career-Jahr hinlegen. An der Seite von Wemby, an der Seite von Chris Paul. Er wird viel mehr Würfe bekommen. Ey, 29 Minuten hat er im Schnitt gespielt bei den Kings. Der hat 8,9 Würfe bekommen. Also das würde mich schon stark wundern, wenn das nicht Richtung, 12, 13 Würfe. Ich will jetzt nicht zu hoch gehen, weil es gibt auch immer noch Spieler wie in Devin Vassell und Keldon Johnson. Und Wemby wird vielleicht nochmal mehr Würfe
abfragen. Chris Paul ist, glaube ich, jetzt nicht der, der reinkommt und sagt, hey Leute, ich nehme hier erstmal 15 Würfe, das glaube ich nicht. Aber ich glaube, dass Harrison Barnes eine Breakout-Season spielen könnte, zumindest für seine schon Karriere, die im, sagen wir mal, Frühherbst, mit 32 bist du gerade eben im Frühherbst, einige spielen ja mittlerweile bis sie 37, 38 Jahre alt sind. Deswegen Harrison Barnes bei den Spurs. Ich finde es unglaublich geil. Ich glaube, für ihn auch nochmal eine Chance in seiner Karriere, nochmal mehr Würfe zu bekommen, nochmal eine größere Rolle einzunehmen und vor allen Dingen den Spurs wirklich zu helfen, wenn es ums Thema Dreier-Shooting geht, weil das bleibt auf jeden Fall bei diesem Team auch in der aktuellen Konstellation definitiv ein Thema. Ja, Freunde, dann sind wir durch. 10 Breakout-Kandidaten für die nächste Saison und da könnte man jetzt noch locker weitermachen. Man könnte auch über die Top-Guys sprechen, ob die vielleicht nochmal ein Breakout hinlegen. Ein Tyrese Maxey vielleicht oder vielleicht ein Anthony Edwards, der vielleicht nochmal einen Ticken besser spielt und so weiter und so fort. Ein Haliburton, der vielleicht auch nochmal für seine Verhältnisse ein Breakout fallen könnte. Aber ich wollte mich jetzt mal eher so auf kleinere Spieler konzentrieren, als die großen Namen in den Raum zu werfen, auch wenn das natürlich besser gezogen hätte. Aber hey, das sind auch coole Jungs und ich mag die wirklich alle sehr, sehr gerne. Christian Brown, Pochemski, Josh Giddey, Scoot Henderson. Ja, okay, Scoot Henderson bin ich jetzt nicht der größte Fan davon, aber ich bin mal gespannt, wie er spielt. Nampart bin ich ein großer Fan. RJ Barrett war ich mal ein großer Kritiker. Bin mehr mittlerweile so einer, wo ich denke, oh, Hoffnungsträger. Jalen Green, mag ich von der Art und Weise, wie er spielt, auch nicht, aber ich habe irgendwie das Gefühl, das könnte für ihn ein Breakout-Jahr sein. Miles McBride, ein Spieler, den ich unglaublich gerne mag, genauso wie Brandon Miller und Harrison Barnes bei den Spurs. Ich habe sowieso generell einfach Bock auf die Spurs. Diskutiert gerne mit in den Kommentaren. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Mir ist bestimmt der ein oder andere auch durchgeflutscht, wo ich dann sage, oh mein Gott, ja klar, auch ein Breakout-Kandidat. Genau, und ansonsten geht es die nächsten Tage weiter mit Videos und vor allem mit NBA 2K25 auf meinem anderen Kanal. Auch da freue ich mich schon drauf. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und dann bis zum nächsten Mal, euer Max. Ciao.